Sehr geehrte Frau Staatsvorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben heute, das scheint in der Debatte noch nicht so richtig klar geworden zu sein, die Gelegenheit, quasi in letzter Minute den Verbleib des Obelisken in Kassel zu sichern. Es liegt ein Antrag meiner Fraktion vor, der einen Weg dazu aufzeigt. Es gibt einen weiteren Antrag, nämlich den der Grünen, der zumindest in dieselbe Richtung weist. Und es ist nun an der SPD-Fraktion, noch einmal innezuhalten und eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen den Obelisken, denn genau das ist es. Für das Symbol einer offenen demokratischen Zivilgesellschaft, die Menschen aufnimmt und integriert, die vor Krieg und Verfolgung fliehen und hier in Kassel ein sicheres und besseres Leben suchen. Oder für eine Mehrheit mit denen, die das selbstverständlich nicht akzeptieren können und deshalb ein Kunstwerk ablehnen, das zum Symbol für dieses humanistische Prinzip geworden ist. Es liegt an Ihnen und es gibt bei diesem Thema keine weitere Gelegenheit mehr und keine weitere Option. In diesem Zusammenhang muss ich allerdings auch anmerken, dass das Agieren des Oberbürgermeisters mehr geschadet als genutzt hat. Erst wurde uns der Standort Hoppler als vermeintliche Alternative über die HNA kommuniziert und plötzlich wird noch ein Standort aus dem Hut gezaubert, der ebenfalls erkennbar keine Lösung darstellt. Wahrscheinlich gibt es noch andere Orte in dieser Stadt, wo man ein Kunstwerk verstecken kann, aber genau das wollen wir eben nicht. Es wäre schön, wenn der Oberbürgermeister nicht so oft glauben würde, er müsse die Dinge zur Chefsache machen, sondern die Kulturpolitik einfach auch mal seiner Kulturdezernentin überlassen würde. Und es ist eben auch nicht so, dass es allein der störrische Künstler ist, der sich allen Alternativvorschlägen verweigert. Es ist vielmehr der Wille eines erheblichen Teils der gesellschaftlichen Öffentlichkeit dieser Stadt, diesen Obelisken zu behalten und dies auf einen zentralen Platz. Es gibt einen Kompromissvorschlag, den Grüne und Linke unterstützt haben. Und mal abgesehen davon, dass es eine Legende ist, was ja auch schon behauptet wurde, dass es einen formalen Beschluss gäbe, dass der Königsplatz für kommende Dokumentarausstellungen frei bleiben soll, den gibt es tatsächlich nicht, wäre damit bis zur Dokumenta 15 der Obelisk längst an seinem endgültigen Standort und mein offizieller Stand ist immer noch eigentlich am Vorschlag. Dem haben sich OB und SPD im Juni widersetzt. Aber jetzt Ende September stellen wir fest, es ist die einzige Option, die bleibt. Und wir sollten sie nutzen und uns nicht von den Ängsten und Ressentiments jener Kräfte blockieren lassen, denen die ganze Richtung nicht passt, weil sie nicht nur das Kunstwerk ablehnen, sondern alles das, wofür es steht. Letzten Montag haben wir auf dem Friedrichsplatz 2500 Menschen gesehen, die ihren Protest auf die Straße getragen haben gegen ein versprengtes Häuflein alter, verbitterter Männer, die im wahrsten Sinne des Wortes die Welt nicht mehr verstehen und deshalb das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Und der Obelisk ist auch das Symbol dieser 2500 Menschen, die Demokratie, Solidarität und Weltoffenheit unserer Stadt verteidigt haben gegen das reaktionäre Weltbild der rechten Hassprediger und ihrer bröckelnden Gefolgschaft. Greifen wir diesen Impuls auf, treffen wir hier und heute eine Entscheidung, die dem gerecht wird. Danke. Herr Oberbürgermeister.